Seid gegrüßt. Ich und Denzel hatten ja vor ein paar Tagen schon mal eine Debatte über Migration. Jetzt reden wir über die neue Partei von Sarah Wagenknecht und vor allem über das Thema Wirtschaftspolitik. Denzel, die vorherige Debatte gesehen haben, wissen das schon, kommt aus dem Honigwaben-Umfeld, also aus dem AfD-Vorfeld. Und ja, er hat Kritik an der neuen Wagenknecht-Partei. Wie lautet die genau? Genau, also Thema Migration hatten wir ja eigentlich schon, also nicht eigentlich, hatten wir ausführlichst behandelt, das schneiden wir jetzt hoffentlich nicht wieder an. Da ist natürlich die Sache mit der Glaubwürdigkeit und eine Sache, die mir sehr, sehr aufgestoßen ist oder wo ich gemerkt habe, du hast, sage ich mal, du hattest, glaube ich, das Gefühl, dass unsere Kritik, dass Sarah Wagenknecht zum Beispiel mal gesagt hat oder geschrieben hat, dass sie ihre lokale Antifa unterstützt, die fandest du sehr wischiwaschi. So nach dem Motto, wer sind diese Leute denn überhaupt? Kann ja jeder sein, vielleicht sind die ja ganz nett, weiß man nicht. Ne? Und der Punkt ist, dass wir ein grundsätzliches Problem mit diesem ganzen System Antifa haben. Weil das ist ein System von niedrigschwelligem Terrorismus, der darauf ausgelegt ist, eben die eigene politische Meinung zu pushen und alle, die dem zu stark entgegenstehen, halt mundtot zu machen mit antidemokratischen und oft auch illegalen Mitteln. Da würde ich gerne dieses System Antifa erklären. Und zwar muss man das System Antifa im Prinzip in drei Säulen oder drei Bestandteile, die dazugehören. Ja, du hast unten hast du so dieses Straßenschläger-Level, wobei und Straßenschläger und Denunzianten-Level möchte ich mal sagen. Ja, also Schläger ist mit, sage ich mal, in Anführungszeichen, die meisten sind doch recht sojalastige Menschen, die jetzt, wenn überhaupt, nur in der Gruppe und in großer Überzahl wirklich gewalttätig werden und das in den meisten Fällen nicht tun. Aber was die sehr, sehr gerne tun und sehr, sehr oft ist dann halt eben mit der Teleobjektivkamera kommen und Informationen sammeln, Bilder sammeln, knipsen und dann am Ende eben versuchen, eine gewisse Verleumdungsbedrohung dadurch zu erreichen, dass man dann zum Beispiel rausfindet, wer ist es, dann kann man mal beim Arbeitgeber anrufen, dann kann man mal im Internet irgendwie schmutzige Sachen über die Leute veröffentlichen. Das ist so das Level 1. Dann hast du das Level 2. Da hast du völlig recht. Du kannst gleich weitermachen, aber ich wollte sagen, dass das so eine klare Trennung vielleicht hier gar nicht möglich ist, weil auch Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mittlerweile so arbeiten. Also es gibt ja den Fall Markus Fiedler bzw. Dirk Pohlmann, Markus Fiedler war das, wo der NDR eine Doku drüber machen wollte und Ziel war es, Interviews mit dem zu führen, wo man dann Ausschnitte aus dem Zusammenhang reißen kann. Und die haben dann beim Arbeitgeber, also bei der Schule, wo Markus Fiedler gearbeitet hat, angerufen und wissen Sie, was das für ein komischer Verschwörungstheoretiker ist? Also wer das wissen will, der kann sich die Wiki-Hausen-Folge von In den Klauen des NDR angucken. Das ist sehr interessant. So arbeiten tatsächlich nicht nur so einzelne anonyme Verleumdungs-Accounts auf Twitter oder irgendwelche kleinen Antifa-Gruppen, die man kennt, so arbeiten mittlerweile selbst Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Traurig, aber wahr, das glaube ich dir aufs Wort. Das haben die auch bei Schlomo gemacht. Da, als sie quasi rausgefunden haben, wer er ist, sind sie in seiner Nachbarschaft rumgelaufen und haben erstmal jedem erzählt oder zumindest den Leuten da erzählt, so von Haustür zu Haustür wissen sie, dass da dieser schlimme Rechtsextreme in ihrer Gegend wohnt. Ne? Und Markus Fiedler war übrigens auch mal zu Gast in der Honigwabe. Markus Fiedler ist tatsächlich eher links von seinen Positionen her, wenn sich das anguckt. Ja, das war auch einer der wenigen, der dann auch, sage ich mal, eher links war und auch ein bisschen Kontra gegeben hat bei jetzt manchen rechten Positionen. Und manchmal ist er vielleicht in irgendwelche Theorien abgedriftet. Aber grundsätzlich sympathischer Mensch, Markus Fiedler, und diese Wikipedia-Kritik, die er geleistet hat, zum Teil sehr, sehr wichtig. Du warst dabei zu erklären, wie das System Antifa funktioniert. Genau. Aber das wollte ich nur mal kurz einwerfen, dass diese erste Stufe auch nicht so klar abgrenzbar ist, sondern ja, dass das so ein ganzer Komplex ist. Und was dir die Rolle der Antifa ist, da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Genau, ja, das ist ja oft so, dass du Sachen nicht so hundertprozentig abgrenzen kannst oder dass du so schwimmende Überschneidungen hast. Aber trotzdem hilft es oft, sich so ein bisschen diese unterschiedlichen Kategorien, auch wenn es dann
vielleicht Doppelbelegungen gibt oder schwimmende Grenzen, diese Kategorien vor Augen zu führen. Dann hast du nämlich die Kategorie 2, das ist so das bürgerliche Aktivisten-Level. Das sind dann irgendwelche Vereine, die auch legal operieren, die dann zum Beispiel sagen, wir machen doch nur die Infostände gegen rechts und wir machen, weiß ich nicht, Bratwurstgrillen gegen rechts. Und die arbeiten und die natürlich auch viel, viel, sag ich mal, Medienarbeit betreiben. Und dann hast du eben, genau, die dritte Ebene sind dann die Journalisten, die dann wirklich in großen Medienhäusern arbeiten, ob jetzt im Öffentlich-Rechtlichen, beim Spiegel, Georg Restle, bestimmt ein wichtiger Name, die dann eben meistens sehr, sehr tendenziöse Beiträge machen, wo dann doch aus jeder Pore dieses Beitrags trieft, um hier den Chef der Tagesschau zu zitieren, ihr sollt die bitte doof finden, ja, und wo dann halt auch, sag ich mal, Wahrheit und Logik eher sehr, sehr frei ausgelegt wird, um eben diese Meinungsmache effektiver betreiben zu können. Und das Problem ist, dass die alle drei so Hand in Hand arbeiten. Das heißt, wenn du jetzt dieses Aktivisten-Level hast oder dieses Journalisten-Level und sagst, Antifa mögen wir nicht, dann sagen die, ja, aber warum denn nicht? Antifa heißt ja, gegen Faschismus zu sein. Bist du etwa für Faschismus? Bist du nicht gegen Faschismus? Und wir haben ja mit diesem Straßenlevel haben wir nichts zu tun. Dann hast du so, sag ich mal, zwei verschiedene Leute. Da hast du einmal, sag ich mal, ich würde sagen, der Großteil des etablierten Mainstreams würde jetzt auf direkte Nachfrage sagen, nein, nein, von Gewalt distanzieren wir uns natürlich. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Aber es ist auch nicht so schlimm, so im Subtext. Ne? Eigentlich interessiert es nicht. Und dann hast du halt manchmal auch Leute, gerade in der Linkspartei, und da muss ich jetzt leider den Herrn Laie nennen, der ja jetzt im Wagenknechtlager ist, der bei einem Interview dazu selbst das verweigert hat, sich jetzt wirklich konsequent von den Gewalttätern zu distanzieren und dann einfach nur pauschalisiert geantwortet hat, ja, Antifa, so wichtig, Antifa, es ist wichtig, gegen Faschismus zu sein. Und das ist ja halt, das finde ich absolut undifferenziert. Da muss man auf jeden Fall mit ihm ihm nahebringen, dass die Antifa aktuell linke Regierungskritiker genauso verfolgt wie Rechte und dass das halt ein System ist, das letztlich nur der Stabilisierung der Macht dieser Regierung und dieser Altparteien dient. Also dass die Antifa sich keineswegs in erster Linie gegen Faschisten einsetzt, sondern dass das Gruppen sind, die in erster Linie die Macht der Regierung sichern. Absolut. Also das wird ja spätestens zu Zeiten von Corona, als die Antifa dann quasi die Schlägertruppen der Pharma-Lobby waren, wurde das ja offensichtlich und auch immer kurioser. Ja, aber ich glaube, da sind manche noch nicht ganz auf der Höhe. Also auch die Amira Mohamed Ali, die hat vor ein paar Jahren völlig, ich will jetzt nicht in das Thema reingehen, völlig andere Sachen zu Migration, völlig andere Sachen zur AfD gesagt, als sie heute sagt. Also ich glaube, da haben viele so eine in den letzten Jahren, vor allem durch den Ukraine-Krieg angestoßen, geistige Entwicklung gemacht. Und in anderen Teilen des linken Lagers, da ist diese Entwicklung schon 2014, damals auch wegen der Ukraine, in Fahrt gekommen. Da waren es dann nämlich auch selbsternannte Antifaschisten, die dann andere Leute als Verschwörungstheoretiker, Antisemiten, Rechtsradikale, sonst irgendwas diffamiert haben, weil sie halt zur Ukraine einige Sachen anders gesehen haben, als sie in den Mainstream-Medien dargestellt wurden. Und dieses System, was du hier gerade beschreibst, das ist ja keine Konstante. Also ich glaube, ich gehe mal kurz auf die Geschichte der Antifa ein, oder wolltest du noch was kurz zu deiner Charakterisierung des heutigen Systems sagen? Das kann ich danach machen. Geh mal auf die Geschichte ein, das klingt spannend. Also die Antifa war ursprünglich eine Organisation, die in der Weimarer Republik gegen den Aufstieg der NSDAP gegründet wurde und die mit der KPD verflochten war. Das heißt, es war eine dezidiert kommunistische Organisation, also die, wie gesagt, mit der KPD verflochten war. Die KPD war in der Weimarer Republik auf stalinistischem Kurs. Dann während des Zweiten Weltkriegs sowohl KPD als auch SPD, also alle Parteien außer die NSDAP, verboten. Und Antifaschisten haben somit zusammen Widerstand geleistet. Also egal, ob sie jetzt Sozialdemokraten, Kommunisten oder Bürgerliche waren. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich diese Kommunisten und Sozialdemokraten, also eher linke Kräfte, dann in Antifas zusammengeschlossen. Und aus dieser Zeit stammt auch der Bund der Antifaschisten und Verfolgten des Naziregimes beispielsweise. Und deswegen hat er auch eine teilweise kommunistische Agenda, eben weil er aus dieser Zeit kommt, wo Sozialdemokraten und Kommunisten halt zwangsweise durch dieses Naziregime in einen gemeinsamen Widerstand gezwungen worden waren und sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal
weiter erstmal zusammengearbeitet haben, damit es eben nie wieder zu so einem Nationalsozialismus kommt. Also ich überspringe jetzt mal ganz viel Geschichte. Wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so tief drin, aber ganz grob, nach der die Antifa war die ganze Zeit dezidiert links, also auch dezidiert gegen Parteien wie die CDU beispielsweise eingestellt. Also gab es natürlich immer Linksextreme, dann gab es gemäßigt Linke, aber sie war dezidiert links und sie war extrem kritisch gegenüber der deutschen Regierung. Also größtenteils zumindest. Also solche Kampftruppe der Pharmalobby, was heute da ist, das war damals nicht. Wie gesagt, gab teilweise Linksextremismus, will ich jetzt nicht relativieren. Ich will nicht verharmlosen. Ich will nur sagen, was damals anders war als heute, aus analytischer Perspektive, um das besser bewerten zu können. Mhm. Mit der deutschen Wiedervereinigung kam dann der Aufstieg der Antideutschen. Also die Antideutschen, die haben gesagt, jetzt der Hauptwiderspruch, den wir jetzt haben, das ist nicht mehr der Kapitalismus, das ist auch nicht mehr Imperialismus. Der Hauptwiderspruch ist der deutsche Nationalismus gegen den Rest der Welt und wir unterstützen jetzt alles, was den deutschen Nationalismus, den deutschen Imperialismus irgendwie einengen könnte. Das heißt, wir unterstützen beispielsweise die USA, denn die USA haben ja immer ihre Hand über Deutschland, dass Deutschland keinen Quatsch machen kann. Oder wir unterstützen jetzt jede deutsche Regierung, die sich nicht als nationalistisch gibt. Aber wir unterstützen die Grünen, die SPD, die CDU, also je nachdem, wer gerade schön brav ist. Wir unterstützen auch alle amerikanischen Interventionen im Nahen Osten. Also bedingungslose Solidarität zu allem, was irgendwie, ja, was irgendwie Deutschland zurückhält, was Deutschland zu einem braven Partner innerhalb der NATO macht. Denn der Hauptwiderspruch, den es gibt, das ist der deutsche Nationalismus. Also eine völlig irre Ideologie, die sich auch, also die ist so verworren, die lässt sich auch ziemlich gut in ja eine regierungskonforme Richtung lenken. Also wenn du eine Antifa hast, die jeden Krieg unterstützt, wenn du eine Antifa hast, die jeden, der mal sagt, hallo, ich kritisiere, dass die Reichen zu reich werden, dann als Antisemiten diffamierst. Oder wenn du eine Antifa hast, die jeden, der sagt, ich möchte, dass eine deutsche Regierung deutsche Interessen vertritt, dann als rechtsradikal diffamiert. Also wenn du so eine Antifa hast, dann kannst du die wirklich perfekt integrieren für so einen Kurs, wie ihn die Regierungen der letzten ja 25 Jahre gefahren sind. Und mit Gerhard Schröder wurde dann die Antifa, die auch schon langsam antideutsch unterwandert wurde, mit Geld geflutet. Das heißt, der Staat hat direkten Einfluss genommen und so ist das zu diesem gemeinsamen System verschmolzen, was du gerade beschrieben hast. Und richtig deutlich gegen Regierungskritiker gewandt hat sich das dann erst 2014, als wirklich eine große Mehrheit, also so eine breite Schichten aus der deutschen Bevölkerung, die sowohl von links als auch von rechts, die sehr, sehr kritisch zu dem eingestellt waren, was uns in den Mainstream-Medien erzählt wurde. Und sowohl die Linkspartei wurde auch antideutsch unterwandert, die Antifa wurde antideutsch unterwandert, die Grünen waren schon immer so in diese Richtung abgedriftet. Das heißt, wir haben dann diesen Komplex, den du gerade beschrieben hast. Und wie das genau aussieht, das hat sich erst in den letzten Jahren richtig offen gezeigt. Und viele haben das auch gar nicht mitbekommen. Also Sarah Wagenknecht, die kommt ja auch aus so einer Richtung kommunistische Plattform, die halt immer gute Beziehungen zur Antifa hatte. Und sie hat vor 10 Jahren, da hatte sie auch noch andere Positionen als heute, noch so einen Marktsozialismus verfochten. Sie stand also deutlich weiter links. Also sie war jetzt ungefähr so wie Proletopia heute. So war Wagenknecht vor 10 Jahren. Heute ist Wagenknecht ja noch weiter in die Mitte gerückt und vertritt eigentlich klassische Sozialdemokratie. Also das, was ich auch vertrete. Und ja, in diesem Prozess hat sie sich halt relativ spät von der Antifa, also hat sie relativ spät sich von der Antifa distanziert, beziehungsweise hat relativ spät aufgehört, die zu unterstützen. Da hast du recht. Das war, glaube ich, 2016 oder so hat sie aufgehört, die zu unterstützen. Ihre lokale Antifa-Gruppe, wie gesagt, du hast da jetzt wahrscheinlich auch nichts Konkretes. Und nee. Ja, in diesem Kontext muss man das sehen, dass vielen Linken das überhaupt nicht klar geworden ist, weil die Antifa halt aus dieser linken Tradition kommt. Wir kämpfen gegen Faschismus, wir kämpfen auch gegen konservative Parteien, dass man halt dieses Lagerdenken hatte, die sind auf unserer Seite und dass einem gar nicht klar war, dass die eigentlich das Regierungsinteresse schützen, egal wie dieses Interesse jetzt lautet und dass sie nicht ganz neutral gegen Faschismus kämpfen. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass die ursprüngliche Antifa harmlos war, da waren auch Linksextreme dabei, aber ich will nur erklären, aus welchem Kontext das kommt. Ja, also erstmal volle Zustimmung und sehr interessant, Teile davon waren mir auch schon bekannt. Tatsächlich auch dieser alte Konflikt zwischen Antideutschen und Anti-Imperialisten. Was jetzt, um wieder auf die Kritik an Wagenknecht-Lager am besten den Bogen zu schlagen. Ja, ich meine, jeder kann natürlich mal Fehler machen und letzten Endes, ne, wer einen Fehler erkennt und einsieht, auf den sollte man nicht drauf prügeln. Ja, also wenn du meine Position von vor 10 Jahren siehst, da sind bestimmt auch Sachen dabei, wo ich heutzutage mir die Hand aufhauen würde.
Aber, und das ist die Sache, mir fehlt diese, dass diese Erkenntnis langsam kam mit der Problematik der Antifa, ist schade, weil, ja genau, solange sie gegen den politischen Gegner gearbeitet hat, hat man das quasi billigend in Kauf genommen, und das finde ich jetzt schon mal sehr problematisch, weil ich würde sagen, so eine demokratische Etikette wäre eben halt auch zu sagen, halt, ja, den politischen Gegner auf der offenen Straße anzugreifen oder, weiß ich nicht, beim Arbeitgeber zu schikanieren oder Sachbeschädigungen an Autos, Wohneigentum, was auch immer zu begehen. Ja, das ist auch in keinster Weise in Ordnung. Ich Und glaube auch die nicht, Art dass und Weise. Wagenknecht damals Gewalt befürwortet hat. Nee, mit Also. Sicherheit nicht, aber es ist wie so indirekt, ne? Man so, ja, ich unterstütze ja auch die lokale Antifa. Und es ist halt, ich gebe mal ein praktisches Beispiel, wo dieses System Antifa richtig perfide gut funktioniert hat. Und zwar bei der Thüringenwahl von Kemmerich. Da war es ja dann so, dass die AfD es gewagt hat, die FDP zu wählen, und die FDP hat es gewagt, sich wählen zu lassen. Also das ist ein passiver Vorgang, wie du auch selbst weißt. Die FDP stand halt einfach nur doof da, zur falschen Zeit am falschen Ort, um es jetzt mal salopp zu sagen, und hat die Stimmen bekommen und waren dann die neuen Dämonen. Und da ging es ja dann los, dass dann Antifa-Aktivisten halt wirklich auch FDP-Politiker angegriffen haben. Aus allen Rohren wurde geschossen, ja. Also sowohl aus dieser publizistischen, also aus dieser journalistischen Ecke wurden halt die heftigsten Artikel veröffentlicht und die heftigsten Kommentare. Ich sag nur Zitat, nie wieder Buchenwald, weil wer weiß es nicht. Björn Höcke ist ja quasi persönlich dafür verantwortlich gewesen, offensichtlich laut ZDF. Ansonsten diese Antwort wenig Sinn, oder Kemmerich oder wie auch immer. Egal. Jedenfalls, FDP-Politiker wurden auf offener Straße angegriffen, ja, zum Teil im Beisein ihrer Kinder. Und dann hast du halt so Leute wie dann diese Amira Mohamed Ali, ich weiß gar nicht, warum die wie ein Boxer heißt, aber egal. Dann hast du so Leute wie sie, die sich dann im Bundestag hinstellen und sagen, ja, das ist ja ganz schlimm, was da in Thüringen passiert ist, und das, zum Glück wurde es rückgängig gemacht, und ich glaube, sie sagt sogar noch wörtlich, dank dem Einsatz vieler couragierter Antifaschistinnen und Ja, Antifaschisten. und genau da hast du es. Da hat ein Umdenkprozess stattgefunden. Also ich glaube, das wird bei ihr auch mit dem Ukraine-Krieg passiert sein, dass sie gemerkt hat, wie unter diesem Deckmantel, die sind rechts, die sind sonst was, dass sie gemerkt hat, wie da einfach Kritiker der Regierungspolitik diffamiert werden. Also es hat bei ihr relativ spät Klick gemacht, das muss man sagen. Aber sie hat ihre Position da deutlich geändert. Also sie ist ja beim Ukraine-Krieg jetzt nicht eingeknickt und sie ist auch mit in diese Wagenknecht-Partei gegangen. Also sie hätte ja beispielsweise, wenn sie weiter ihre Also wenn sie entspannt Bezüge beziehen wollte und ja, eigentlich nur eine Karrieristin wäre, hätte sie ja auch zur SPD oder den Grünen wechseln können. Also wenn die Linkspartei jetzt eingeht. Das hat ja auch Da Thomas Lutze beispielsweise schon gemacht, um das zu sagen. Und muss man aber was auch erstmal die lernen. AfD, zu dem Argument, was du gerade gebracht hast, was die AfD angeht, da hat sie, als die AfD mit der CDU in Thüringen zusammengestimmt hat, um den Grunderwerbssteuer zu senken, hat sie von einem ganz normalen parlamentarischen Vorgang geredet und hat wirklich von allen Seiten dafür richtig heftig Kritik bekommen. Also was du gerade gesagt hast, von publizistischer Seite, man kann doch nicht einfach eine Zusammenarbeit mit der AfD als ganz normalen Vorgang bezeichnen, sowas geht gar nicht, aber ja, ich gehe mal davon aus, dass sie das auch aus strategischen Gründen gemacht haben wird. Also hinter den Kulissen wird zu dem Zeitpunkt schon klar gewesen sein, es geht bald Richtung Wagenknecht-Partei und dann sollte man schauen, wie man das Verhältnis zur AfD klärt. Also, dass eine Koalition ausgeschlossen ist, ist, glaube ich, klar, auch angesichts der unterschiedlichen, eher deutlich unterschiedlichen Programmatiken. Wie gesagt, zur Wirtschaftspolitik werden wir, glaube ich, gleich kommen. Aber dass man bei bestimmten Fragen zusammenstimmt. Wir hatten beim ersten Gespräch Sanktionen gegen Syrien, Sanktionen gegen Afghanistan, Sanktionen gegen Russland. Also dass solche Wirtschaftskriege nur uns selbst schaden und auch in den Ländern, wenn sie dann funktionieren, nur Schaden für die Zivilbevölkerung bedeuten und nicht unbedingt die Regime destabilisieren. Das ist, glaube ich, klar. Und dass man bei sowas, wenn man zusammenstimmen kann, sofort zusammenstimmen sollte. Also deswegen glaube ich, dass da auch ein Umdenkprozess stattgefunden hat. Und bei denen, wo das noch nicht stattgefunden hat, die wird man auf diese Richtung einschwören müssen. Also ich hoffe nicht, dass sich diese ja alten Beharrungskräfte, die es da noch in der Linkspartei gab, dass sich die durchsetzen, sondern dass sich Ja, pragmatische Stimmen da durchsetzen. da bin ich mal gespannt, um es mal so zu sagen. Also besser eine späte Einsicht als gar keine Einsicht. Ist natürlich, wie gesagt, schade, wenn die Einsicht erst dann eintritt, wenn man selbst zum Opfer dieser Mechanismen wird. Ja, was dann natürlich noch ein großer Kritikpunkt von uns an der Wagenknecht-Partei ist, ist dann auch nicht so sehr, dass die Amira da in der Partei ist, sondern
dass sie quasi die Nummer 1 oder Nummer 2 nach Wagenknecht in der Partei ist. Also dass sich da quasi niemand gefunden hat, der jetzt eben, sage ich mal, diese Altlast nicht mitbringt und da mehr Glaubwürdigkeit mitbringt. Und auch, und das möchte ich sagen, also wie gesagt, später Einsicht finde ich immer super. Aber da fehlt mir dann auch, und die, was du gesagt hast, wie sich da jetzt zu dem gemeinsamen Abstimmen der CDU und der AfD geäußert hat, da, das habe ich gesehen, da stimme ich auch 100% zu, kann ich in keinster Weise widersprechen. Aber da fehlt mir dann halt auch mal so ein bisschen die Selbstreflexion. Dann muss man halt sich vielleicht auch einfach mal gerade machen und hinstellen und sagen, okay, ich habe vorher Sachen gesagt, ich habe früher Sachen gesagt, ich habe Sachen gesagt, das ist noch nicht so lange her. Ich meine, wann war das mit Kemmerich? 2017, 2018, irgendwie sowas. Ja, ich habe Sachen gesagt, die hinter denen stehe ich jetzt nicht mehr und das finde ich heute kritisch und jetzt erkläre ich euch, warum ich das kritisch finde. Da muss ich sagen, wenn man sich so gerade macht, habe ich auf jeden Fall viel, viel mehr Respekt vor jemandem und kann jemanden auch viel, sage ich mal, finde ich jemanden viel überzeugender und ernstzunehmender, als wenn man es dann einfach so unter den Tisch kehrt, ja, aber jetzt sage ich andere Sachen. Ja, aber Politiker geht ja nicht mit Fehlern aus vergangenen Tagen hausieren, sondern normalerweise werden Politiker auf solche Aussagen aus früheren Tagen angesprochen und dann verhalten sie sich dazu. Also wenn Amira Mohamed Ali vielleicht mehr Interviews in alternativen Medien geben würde, dann könnte es auch sein, dass Journalisten sie darauf mal ansprechen. Also das wäre auch etwas, was sich der Wagenknecht-Partei auf jeden Fall raten würde. Also die Öffentlich-Rechtlichen, die sind auf jeden Fall ein Gegner der neuen Partei, die privaten Medien erst recht, die irgendwelchen Konzernen gehören. Also hat man eigentlich nur die Alternativmedien, die da einigermaßen neutral darüber berichten werden, also sollte man denen definitiv mehr Interviews geben und da versuchen, zumindest kein feindseliges Verhältnis aufkommen zu lassen. Also und ja, da wird man auch auf solche Fragen, die du gerade angesprochen hast, angesprochen werden. Also denn viele Alternativmedien, die sehen ja die Wagenknecht-Partei positiv, die sehen aber auch die AfD zumindest nicht negativ. Also viele haben da eine relativ neutrale Position oder eine klare Pro-AfD-Position. Aber damit muss man mehr sprechen, dann werden solche Dinge, die du gerade angesprochen hast, dann wird man sich dazu auch verhalten müssen. Und das passiert aktuell noch ein bisschen zu wenig. Vor allem, was Wagenknechts Umfeld angeht. Ich meine, sie war ja beispielsweise bei Marc Friedrich und hat da ganz viele kritische Fragen beantwortet. Also das... Was?